So, im Fernsehen haben wir dieses Schloss Lomnitz, welches eines der ersten Schlösser war, die umgebaut worden sind als Restaurant und Nobelhotel, schon oft im Fernsehen gesehen. Heute haben wir mal die richtige Abfahrt erwischt auf der Strecke Görlitz nach Schweidnitz und sind jetzt hier um die Mittagszeit gegen 14 Uhr hier eingekehrt und können uns die Anlage einmal selbst ansehen, die wir sonst immer nur vom Fernsehen oder von anderen Bildern kennen. Hier ist jetzt die Gaststätte. Das war wohl sicher ehemalige Stallungen, die nun zu einem Lokal ausgebaut worden ist. Hier ist noch eine rege Bautätigkeit. Da werden noch weitere Renovierungs- und Restaurationsarbeiten durchgeführt. Im Großen und Ganzen muss man beeindruckt sein, wenn man sieht, was hier in relativ kurzer Zeit mit Eigeninitiative und viel Fantasie entstanden ist. Man ahnt, wie damals die schlesischen Güter gewirtschaftet und gearbeitet haben, und noch atmen diese alten Gebäude den Glanz der damaligen schlesischen Zeit. Hier ist auch in dem Schloss ein Lokal untergebracht, aber wir haben es vorgezogen, die rustikale Küche zu wählen, die jetzt hier in dem Restaurant angeboten wird. Natürlich als Schlesier habe ich als Beilage schlesische Klöße bestellt. Ich bin gespannt, wie das ganze Rotkraut und Braten schmecken wird, ob es so ist wie damals bei Muttern und Großmuttern, als wir noch in Schlesien. Hier ein Hinweis auf die Deutsche Bundesstiftung Umwelt, die hier auch als Förderer ausgezeichnet wird, wobei man auch sich informieren kann, dass es hier um den historischen Stall, also wie schon im Anfang gesagt, um den Stall handelt. Hier sind die Öffnungszeiten zu sehen. Man kann also immer von 11 bis 19 Uhr hier einkehren. Das ist das Restaurant, also früher eine Stallung und jetzt liebevoll umgebaut in ein Restaurant mit einem großzügigen Angebot an Sitzplätzen. Und hier ist die Ausgabe der Tresen, wo man die Bestellungen entgegennehmen kann. Und heute ist hier Selbstbedienung, ich glaube aber immer. Und so kann man sich das, was man bestellt hat, nach einer kurzen Zeit selbst abholen. Die Konstruktion der Stallung war typisch mit den Säulen und den Deckengewölbe, wie man sie früher üblicherweise viel in Schlesien hatte. Ein Blick in die alte Schmiede in Lomnitz. Hier ist die Esse und davor sehen wir rechts und links einen Ambus, rechts natürlich einen viel schwereren Ambus. Hier auf der Seite die Werkbank mit Schraubstöcken und dem ganzen Schmiedezubehör. Und hier eine Bohrmaschine. Man fühlt sich in die Zeit von vor 70, 80 Jahren zurück versetzt, als diese Werkzeuge noch im täglichen Gebrauch waren. Da oben der Blasebalg, mit dem die Luft für das Feuer produziert wurde und gepumpt wurde. Und dann noch einige Utensilien wie eine Blechschreinemaschine, ein weiterer Amboss. Und der Geruch, den man hier
erfühlen oder erriechen kann, erinnert sehr stark an Pferde, verbrennende Hufe und glühende Kohlen. Alte Landwirtschaftsmaschinen, mit denen damals die Eltern noch gearbeitet haben, sind hier auch noch sehr viele präsent. Hier der Pferdestall. In den Boxen stehen momentan zwei Pferde und der typische Stallgeruch eines Pferdestalles ist hier natürlich präsent. Hier ist ein Hofladen integriert oder angeschlossen, in dem man auch viele Souvenirs und Sachen kaufen kann, die an die Besuche hier im Lomnitzer Schloss erinnern. Noch einmal eine Rundumsicht. Wir haben hier gerade einen Besucherbus aus Braunschweig und hier sind noch Stallungen im Gebäude, die auch schon sehr gut restauriert sind. Hier das Restaurant, der ehemalige Stall, der jetzt zu einem Restaurant umfunktioniert worden ist. Und dahinter sehen wir die Schmiede, von der wir auch Aufnahmen gemacht haben. Und hier sind die verschiedenen Läden, wie zum Beispiel eben die Küche und Souvenirläden und der Stall mit den Pferden. Von Lomnitz, dem Gebäude mit den Stallungen, beobachtet uns, wie überall hier an den Plätzen die Schneekoppe aus nicht großer Entfernung. Ich werde die mal versuchen, ein bisschen anzuzoomen, um die Schönheit der Schneekoppe noch besser ins Bild zu rücken. Hier kann man natürlich auch dann die Gebäude da oben an der Schneekoppe sehr gut erkennen. Wir sind natürlich immer noch in Lomnitz und hier haben wir das Schloss, was als letzteres renoviert wurde. Wenn ich mich nicht irre, ist da hinten das Haus, Witwenhaus oder Auszugshaus. Hier begann dann die Renovierung dieses schönen Anwesens und was jetzt in wunderbarer alter Pracht erstrahlt. Und alles überragt an Schönheit und Harmonie die Landschaft des Riesengebirges mit der höchsten Kuppe, die in jeden Garten des Hirschberger Tals hineinschaut und ihre Freude daran hat, was nun jetzt nach langer Zeit des Dornröschenschlafes hier im Hirschberger Tal wieder erstanden ist. Da hinten ist das Gebäude, wo eben diese vielen Läden drin waren. Und wenn ich einmal mich um die eigene Achse gedreht habe, komme ich jetzt wieder zu dem Eingang des Schlosses zurück. Ich stehe jetzt vor dem Schloss in Lomnitz und der Blick geht hinüber zu der Kette des Riesengebirges mit seiner höchsten Erhebung 1609 Meter der Schneekoppe. Man kann hier noch gut die Gebäude, die Wetterstation auf der Schneekoppe entdecken. Wenn man jetzt den Zoom einschaltet, dann kann man noch mehr von der Schneekoppe sehen. Allerdings ist es sehr schwierig, bei dem großen Zoom die Balance der Kamera zu halten. Da wäre ein Stativ schon besser.
hier im herrlichen Sonnenschein das sogenannte Witwenschloss mit den Nebenräumen. Und wie man leicht erkennen kann, ist hier auch ein Restaurant eingerichtet. Schöne Parkanlagen umgeben diese gesamten Gebäude, Schloss und Witwenschloss. Und die Entfernung zwischen den beiden Gebäuden ist also maximal 70, 80 Meter. Und hier haben wir aus einer anderen Sicht, aus dem Osten, das Schloss, das Hauptschloss mit den vielen Gebäuden und Räumen. Hier ist auch ein Museum installiert. Der Lageplan der Schlossanlage, links der Hof, der zuerst aufgenommen worden ist in diesem Film, dann in der Mitte das eigentliche Schloss, rechts davon das Witwenhaus oder Auszuggebäude und alles umgeben von den herrlichen Parkanlagen, die man hier im Original besichtigen kann. Mögen die Filme auch noch so schön sein, die man von diesem Anwesen macht, so ist es doch tatsächlich wie immer bei Aufnahmen. Die Natur ist viel schöner, als man auf dem Film sie darstellen kann. Und so kann nur empfohlen werden, wer hier in der Nähe ist, dass er sich dieses Prachtexemplar eines ehemaligen deutschen schlesischen Schlosses auch ansieht. Hinter dem Schloss, zwischen dem Lomnitzer Schloss und dem Schildauer Schloss, fließt die Bober durch das Hirschberger Tal. Und hier im Hirschberger Tal sind wohl die meisten Schlösser und Schlossanlagen auf einem sehr kleinen Areal vereint. Und alle oder die meisten haben jetzt wieder eine Renovierung, sind aus dem Schlaf des Dornröschens erwacht und zu alter Pracht wieder auferstanden.